Hi. Hello there. Hi. German oder Englisch? Oh, der war leise, habe ich nicht verstanden. Hast du ihn verstanden? What's going on here, glaube ich, hat er gesagt. Ach so. Weiß ich noch nicht genau. Ach, wir können ja mal tanzen hier auch ein bisschen für den hier. Komm, machen wir auch mal. Let's dance! Ich hab Handschellen, soll ich ihn fesseln? Nein, lass ihn mal laufen. Okay. Okay, bye! Komm, wir laufen weg, ey, der geht mir um den Sack. Soll ich dich mal mit Handschellen festmachen? Das kommt uns hinterher. Wir laufen uns hinterher, ja. Ja, ist egal, lass den mal. Ich hab aber kein, nur im Auge. Ich hab keine Schlüssel für die Handschellen. Ich der kann dich aber festmachen. Hinter dir, ne? Ob er rennen kann, ey. Guck mal, ey. Er sprintet voll. Er ist ein Chinese. Oh, da sind wir wieder politisch unkorrekt. Das kennen wir ja nicht von nicht anders von dir. Wieso? Chinesen können schnell rennen, das ist halt so. Nicht so schnell wie Schwarze, aber mein Gott. Ja, ich kann auch schneller rennen. Guck mal hier, siehst du? Du musst halt Doppel-W, dann kannst du sprinten ja, im Moment. Ja, das ist schon klar. Was? Der will die von hinten nehmen, was hat er gesagt? Nee, can you hear me? Yeah, we can hear you. Where you got from? Germany. Are you English? Yes. Well. Ich höre den nur ganz schlecht. Ja. Was heißt denn, ich höre dich ganz schlecht? Sag ihm das mal. Was? Sag ihm mal, dass wir ihn ganz schlecht verstehen. Da kommt noch einer da hinten. Oh, oh Mann, jetzt ist hier aber echt was los, ey. Sind wir jetzt alle zusammen? Na komm, wir gehen weiter. Ich will hier weg. Da können die zusammen hier, die können sich da... Laufen wir uns wieder hinterher, ey. Falls du hungrig bist, ja komm, wir gehen mal hier rum. Falls du hungrig bist, da kannst du, ich hab noch Reis oder so, ne? Ich hab Bohnen. Ah, hast du selber, okay. Hast du auch ein Messer, um die aufzumachen? Nein. Hab ich auch. Warte, 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 du hast gar keine Waffe, ne? Ich hab gar nichts. Pass auf, hier, guck mal. Ich hab nur den Kompass. Das dauert jetzt wieder einen Moment, bis das hier liegt, aber ich hab dir ein Messer dahin geschmissen. Aber bisher sagt er immer nur, dass er durstig ist. Ein Headshot mit dem Messer muss wohl auch ein Instant Kill sein. Wenn ich ja, das richtig verstanden habe. Ah, wo kommt das jetzt? Da eben hat auch ein bisschen gedauert, ne? Mhm. Ja, eben dachte ich auch schon, wäre weg. Ja, das ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wenn, das ist ein ja, Server-Ding hier, also. Alpha auch, ne? Ja, also das dauert manchmal wirklich eine Minute fast, bis die Sachen dann auf dem Boden erscheinen, wenn die da hinschmeißt, einfach. Aber, da liegt das, hier. Da, ah. Wenn man das okay. Weiß. Ich gehe da mal ins Haus hier rein, gucke ich da mal rein hier, dann was ist. Ja, und beim Looten musst du auch wirklich, du musst überall gucken, ne? Das ist halt. Hab ich gesehen schon. In jeder Ecke kann da was liegen, ne? Das ist ganz, ganz, eigentlich ganz cool gemacht, also. Na, hier ist aber nichts. Das ist der Chinese wieder. Ey. Und jetzt haben wir hier keinen PvP-Server, dann dürfen die dann nicht mehr wegsnacken, ne? Nee. Hey, ich hatte nur Angst, dass er mir was tut. Deswegen, weil ich gerade im Menü war, wegen dem Messer ja, und so. Ja, ja, klar. Ist die Tür auch? Ne, die kann man nicht aufmachen. Komm, der geht da rein, dann hauen wir ab. Schnell weg! Alle. Geht doch nicht da rein. Der kann doch nicht. Der ist zu blöd, um da rein. Oh, jetzt kommt der andere auch schon wieder. Ey, hau mal ab, ey. Da vorne sind noch zwei, so, wie heißt das hier? So, so. Ja, die Scheunen halt, ne? Die große braune und ach dann so eine Scheune. Weiße. Ja. Wenn wir da hinrennen, dann kommen wir Richtung Tulga, Mista und so die ganze Ecke. Oder Beresino halt da hoch, mir ist das egal. Jetzt schnell, die tanzen sich gerade an. Na komm, da rennen wir ein bisschen in den Wald, dann verlieren die uns vielleicht. Bei Beresino war ich jetzt noch nicht mit der Standalone. Mhm. Was ich gesehen habe in Vibor oben, da ist noch so ein Militärcamp, das ist neu.
Aber da bin ich halt abgeknallt worden. Habe ich eine erste Schusswaffe gefunden, natürlich ohne Muni, ohne alles und gleich tot. Ja, ich habe also Tür auch raus, zack. Munition habe ich auch mal gefunden, diese Shotgun-Munition halt. Ja, aber es gibt noch keine Shotgun, also das lohnt sich nicht mitzunehmen. Ja. Die ist noch nicht implementiert. Hatte nicht genug Platz. Ja. Also es gibt nicht so viele Waffen im Moment. Du hast so was wie die Lee Enfield, ich weiß aber nicht genau, wie die heißt. Stehst du oder läufst du noch? Ich bin gerade kurz stehen geblieben wegen. Ja. Ich muss den Kompass wieder in die Leiste ziehen. Ja, und dann hast du eine M4, also Maschinengewehr. Was war denn noch? Ich glaube, das war schon fast mit Gewehren. Und dann halt ein paar Pistolen oder so, aber wie gesagt, ich habe einmal irgendwie so eine FX oder so hieß die, glaube ich, die Pistole und das war es schon. Mehr habe ich noch nicht gehabt, aber auch ohne Muni alles und die hatte ich halt auch wirklich nur eine Minute in meinem Besitz oder so. Wenn die weg zu sein. Danke. Bleib mal stehen, ich wollte dir was zeigen. Du willst mich handschellen, du kannst vergessen. Ich seh ihn denn an. Ja, wenn man einen fesselt, ist das ja kein PvP, oder? Wir töten den ja nicht. Hatte der was? Oh, weiß ich gar nicht, mich gar nicht. Achso, der lag eben schon da habe ich aber nicht drauf geguckt. Ja, deswegen. Kann ich gar nicht gucken irgendwie. Ja, was ich wohl auch gehört habe, dass die Sachen beim Serverstart spawnen und dann nie wieder. Also wenn die Sachen schon mal gelootet sind, dann ist das Pech, dann sind die weg. Ob das wirklich stimmt, weiß ich aber nicht. Das sind alles so, keine Ahnung, so Infos, die dann halt irgendwo mal hier und da kriegst, ne? Ich hab dir mal das T-Shirt abgezockt und da Rex draus. Ja, klar. Ist ja notwendig. Also hier waren eben viele Zombies. Ich würde sagen, wenn wir den handschellen und nicht töten, ist das kein PvP. Kann man hier, ist ein, hier ist ein Hemd, guck mal, da hast du zwei Plätze drin. Ich hab ein Hemd. Achso, hast du schon mit Plätze, weil der T-Shirt hat ja keine Plätze. Ne? Ich hab ein Hemd mit Plätze. Okay. Was stößt denn noch was? Ist das ein T-Shirt? Cargo Pants sind das. Ich hab schon Cargo Pants, die kannst du anziehen. Nee, ich hab auch Cargo Pants. Also. Und grau, da nehme ich halt nur die schwarzen, die sind unauffällig. Ja, dunkel ist besser, ne? Hier das Gebäude ist zum Beispiel nicht. Oh, da sind die. Lass die mal vorrennen. Ah ja, lass die mal rennen. Da haben sich ja zwei gefunden, ne? Das Gebäude ist zum Beispiel nicht begehbar. Das ist das Stromkastending, da ja genau dieser Stromkasten. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob da draußen. Früher gab es bei manchen Servern, dass hier draußen was gespawnt ist drauf, aber habe ich noch nie gesehen. Mhm. Ja, also ich denke, das geht hier nicht. Wo waren die wieder? Hier vorne wieder oder was? Naja, die sind hier reingerannt. Oh, I'm hungry. Warte, ich muss. Oh. Da reden sie, hörst du? Ja, ich habe gerade was gehört. Ich esse mal meine Sardinen hier auf. Und hier miteinander reden. Ach, da hinten stehen die. Wenn du nach vorne, nach links drehst, schon auf den hier rechts von dem Ding. Oh, die verprügeln da einen. Ein Typen oder ein Zombie? Ja. Das weiß ich nicht, kann ich nicht erkennen. Wer zu sagen? Na, wir können den ja retten, wenn die den Typen verprügeln. Ne, da steht so ein Typ. Das ist, glaube ich, ein Zombie, aber, oder? Das ist ein Spieler, der ist Schwatte. Jetzt ist er tot. Da war, ja, den haben die verprügelt. Da kam gerade noch ein anderer, den haben die auch. Der wollte sich auch verprügeln. Zombie-Geräusche. Oh, das schießt er. Komm, wir verhauen die ab, ey. Ich weiß nicht, auch wenn da nur PvP steht. No, oh, der blutet, der kommt durch die Wand. Den hab ich gesehen. Ja, lass mal abhauen, lass mal abhauen. Na, mit Schusswaffen da wollen wir nichts zu tun haben, ne? Das heißt ja nichts, wenn dann nur PvP. Das ist ja keine. Ist ja nicht gesperrt. Ne, eben. Wenn nur, ey, komm, wir spielen hier zusammen, servermäßig, so richtlinienmäßig, weißt du?
Du bist gerade ganz leise geworden. Ein Schiff? Nee, Schiffe gibt's eigentlich noch nicht. Sah gerade komisch aus. Nee, es sah aus wie so ein Schiffswrack. Ja. Ja, da habe ich einen Screenshot gesehen mit so einem riesen Schiff, was auf Grund gelaufen ist, und so ein Containerschiff, aber ob es das wirklich gibt, das weiß ich nicht. Oder ob das nur so irgendwie da gemacht worden ist. Zombie, 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 Zombie. Wo denn? Hier links. Ach da, ja. Machst du die klar? Ja, muss ich ja. Zack, da mache ich die klar. Na gut. Okay, die ist klar. Ja, Zombies haben auch nichts. Ja. Warte, lass uns mal hier reingehen. Hier ist ein Feuerlöscher drin. Da muss ich. Ja, den kannst du nehmen, der ist stark. Also gegen Zombies damit, der haut zwar langsam, aber der ist stark. Ich bleib mal ganz kurz hier sitzen. Ich muss mal 2 Sekunden AFK. Ja, und bin sofort wieder da. Jo. Hallo, hallo, hallo. Bürger rein, ja. Also. Was ist der denn jetzt, ey? Komm wieder, sonst ist die Rübe weg. So, da bin ich schon wieder. Mein Gott, ey. Ja, ich schneide das auch nachher raus aus der Aufnahme, dass die Zuschauer da nicht hier stundenlang. Hätte ich ja gar nicht reden brauchen. Ach so, hast du geredet? Ja. Ich kann das auch drin lassen, also mir ist das egal. Was ist das hier? Ist das ein Katana? Oh, nee, ist ein Schatten. Das ist ein Schatten. Also, Feuerlöscher hast du genommen? Oder hast du eine Axt gefunden? Nee, ich hab eine Axt gefunden. Ja, die ist besser als das, natürlich. Ja, hier sind Arbeitshandschuhe. Ja, kannst du auch anziehen. Ja, ich versuch's gerade. Ich habe auch Arbeitshandschuhe. Die angezogen, ja. Ich wollte nur nicht nach oben gehen, damit dich nachher nicht einer von hinten wegsnabbelt oder so. Nee, klar. Hast du da ja ist recht. Noch irgendwas? Ich bin in der großen Lagerhalle am Meer unten. Also direkt vor uns dann. Wohnen? Gestern habe ich auch, man kann die Sachen mit der Axt aufmachen, ne? Ja. Wenn du die in der Hand hast, geht das automatisch. Oh, da liegt noch irgendwas. Da liegen mehrere Sachen. Hier? Burlap Sack. Oh, ich hab Hunter Pants, die nehme ich mal. Die sind nämlich. Das? Sandfarben. Kann man die eigentlich auch in Wax machen? Ne, geht nicht, ne? Die, ne. Hosen geht Burlap nicht. Sack. Das ist so ein Seemannssack. Wo bist du denn jetzt? Ich bin noch oben. Boah, geil, ich habe eine neue Mütze. Aber die ist schlechtere Qualität als meine, deswegen nehme ich die andere wieder mit. Und weißt du, mit so einer Mütze, die über die Ohren geht. Ja. Geil. Boah, einen fetten Teller Pommes vor mir stehen. Oh, Pommes, ey. Ich habe schon gesagt, ja, wahrscheinlich bist du wieder Burger am Futter oder Pizza oder irgendwas. Aber Pommes, ja. Pommes hatte ich außen vor gelassen. Ja, das ist ja das Glück bei 11. Ja, warte, man muss ja was tun für seine Figur. Eben. Ich bin schon bei der Brücke, ja? Ich hoffe, du kommst eigentlich hinterher. In dem großen Lagerhaus ist nichts mehr. Bist du geradeaus gelaufen oder am Strand lang? Da ist so eine große so ein Lagerhaus mit 2 Schiebetüren. Ja, ja, und das dann ich. Und dann kommt eine Brücke dahinter. Ich guck mal, ob man hier trinken kann. Hier ist so ein Steg. Ja, das ist Meerwasser, das wird nicht gehen. Wenn du ins Wasser gehst, werden die Schuhe auch nass. Da kannst du krank werden und so und die können kaputt gehen, glaube ich, die Sachen und so. Was ist eine Mütze? Das? Hose? Brauchen wir nicht, habe ich schon. Ne, ich glaube, das kann man nicht trinken, das Meerwasser.
Oh, da liegt ein Hammer. Ach, da ist die Brücke.